Die Region Sachsen-Anhalt hat viele Impulsgeber. Im Norden geprägt durch die Hanse, im Osten durch Preußen und im Süden durch den Bergbau. Genauso vielfältig sind die Geschichten rund um die Entdecker, Erfinder, Visionäre, Wissenschaftler, Liebhaber der schönen Künste und Ingenieure. Ich habe diese vereint in einem Buch mit dem Titel Echt clever, geniale Erfindungen aus Sachsen-Anhalt, erschienen im Wartberg Verlag. Köthen, das Johann-Sebastian-Bach-Denkmal an der Wallstraße Ecke Schulstraße. Eingeweiht 1885, geschaffen vom Bildhauer Heinrich Pohlmann. Die Werke des wohltemperierten Klaviers, die Johann Sebastian Bach hier im 18. Jahrhundert in Köthen schuf, zählen zu seinem Hauptwerk. Doch wer ist der eigentliche Erfinder der wohltemperierten Stimmung? Das Spiel in allen Tonarten, wohltemperierte Stimmung. Mitte des 17. Jahrhunderts, am 30. November 1645, wurde Andreas Werkmeister als Sohn eines Ackermanns in Bennekenstein im Harz geboren. Erste musikalische Schritte ging er mit seinem Onkel Christian, der ihn als Organist Musikunterricht gab. Seine schulische Ausbildung genoss Andreas Werkmeister an verschiedenen Orten, zuletzt auf dem Quedlinburgischen Gymnasium. Ende 1664, eigentlich wollte er studieren, erhielt er eine Berufung als Organist nach Hasselfelde. Rasch erwarb sich Andreas Werkmeister einen sehr guten Ruf. In den kommenden Jahren war der Musiker als Organist in verschiedenen Orten tätig, zuletzt in Halberstadt, wo er 1706 starb. Andreas Werkmeister wird in seiner Leichenrede bezeichnet als königlich-preußischer Inspektor über alle Orgelwerke im Fürstentum Halberstadt. Als Theoretiker und eher mathematisch-philosophischer Musiker ging er in die Musikgeschichte ein. Zwei Meilensteine hat Werkmeister gesetzt. In seinen Werken Orgelprobe 1681 und Erweiterte Orgelprobe 1698 finden sich Ausführungen, die bis in das 18. Jahrhundert als Standardwerke Gültigkeit hatten. Mehr als 30 Orgeln und den Bau von 10 Orgeln hat der Musiker für seine Abhandlung geprüft und analysiert. Die anderen bahnbrechenden Veröffentlichungen waren die Beschreibungen verschiedener wohltemperierter Stimmungen. Unter dieser Sammelbezeichnung führte Andreas Werkmeister ab 1681 eine Reihe von Stimmungen auf Tasteninstrumenten ein. Diese erweiterten die mitteltönigen Stimmungen derart, dass dem Musiker nun das Spiel in sämtlichen Tonarten möglich war. Für die Musikwelt bedeutete das unter anderem ein neues Notensystem sowie größere und lautere Instrumente. Der Musiker Werkmeister ebnete nicht zuletzt den Weg in eine neue Ära mit regem Konzertleben. Werkmeister war, wie andere Erfinder auch, mit seinem Werk nicht ganz allein. Der Orgelbauer Christian Förner hatte in einzelnen Fällen bereits eine Stimmung entwickelt, die ein Spiel in allen Tonarten erlaubte. Die 1668 bis 1673 erbaute Förner-Orgel der Schlosskirche in Weißenfels hat wohl erstmals diese Musikform ermöglicht. Und ja, wer an Bachs wohltemperiertes Klavier denkt, hat recht. Der berühmte Komponist Johann Sebastian Bach bezog sich unmittelbar auf die 1681 von Andreas Werkmeister erfundene Stimmung, die Bach wohltemperiert nannte. Vielleicht machte er sich in seiner Zeit als Hofkapellmeister 1717 bis 1723 des Fürsten Leopold von Sachsen-Anhalt mit Werkmeisters Erbe vertraut. Die Werke des wohltemperierten Klaviers, die Johann Sebastian Bach in Köthen schuf, zählen zu seinem Hauptwerk. Mit diesen Kompositionen zeigte Bach praktisch, wie sich die wohltemperierte Stimmung zum Spielen in allen Tonarten eignet. Teil 2 stellte Bach 1740-42 in Leipzig fertig. Im 19. Jahrhundert war es Angelika Hartmann, die ihre Geburtsstadt Köthen bekannt machte. Angelika Hartmann wurde 1829 in Köthen geboren. Sie kam als zweites Kind des Inspektors der Töchterschule K. Eduard Hartmann auf die Welt. Schon früh verlor die spätere Pädagogin ihre Eltern. Ihren Lebensunterhalt verdiente die Waise als Kindermädchen und mit Privatstunden. Der Gymnasialprofessor Dr. Karl Schmidt, ein Verwandter, stand dem jungen Mädchen unterstützend zur Seite. Er und andere Personen erkannten Angelika Hartmanns pädagogische Begabung und empfahlen ihr eine Ausbildung zur Erzieherin. 1859 ging sie nach Dresden und ließ sich bei Dr. Bruno Marquardt zur Kindergärtnerin ausbilden. Dr. Bruno Marquardt leitete eine Privatschule und arbeitete im Sinne der Lehre Friedrich Fröbels 1782 bis 1852.
Angelika Hartmann war sehr angetan und gründete zunächst in Dresden einen privaten Kindergarten. Sie entschied sich jedoch, wieder nach Köthen zurückzugehen. Zu Ostern 1864 eröffnete sie nach fröbelschen Grundsätzen in ihrer Heimatstadt den ersten konfessionsfreien Kindergarten. Ende 1865 wurden etwa 60 Kinder im Vorschulalter von 2,5 bis 6 Jahren gebildet und erzogen. Für den Wechsel zur Schule richtete sie eine Vermittlungsklasse ein. Die Pädagogin gründete später eine 3-klassige Elementarschule und eine höhere Töchterschule. Für die Ausbildung ihrer Angestellten richtete sie ein Seminar für Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen ein. In Erinnerung an ihren Lehrer hieß eine Bildungsanstalt Dr. Karl Schmidt Institut. Das Köthener Institut sollte Anreiz für weitere Gründungen in der Region sein. 1875 ging Angelika Hartmann nach Leipzig. Sie gründete 1876 den Leipziger Fröbelverein und bildete Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen aus. Aus ihren langjährigen praktischen Erfahrungen schöpfend publizierte sie 1904 das Lehrbuch Fröbels Erziehungsmittel nach der Konzentrationsidee bearbeitet für Kindergarten und Familie. Die Kinder sollten sich über eine Reihe von Tagen auf ein Objekt konzentrieren. Alle Spiele und Beschäftigungen sind um den Gegenstand gruppiert. Für die Pädagogin eine wichtige Basis für den späteren Schulunterricht. Unter ihrer Ägide wurden mehrere tausend Frauen qualifiziert ausgebildet. Als die Pädagogin 70 Jahre alt war, rief sie in Köthen eine Stiftung ins Leben, die nach ihr benannt wurde. Einmal jährlich sollte eine Köthener Witwe eine Erziehungsbeihilfe erhalten. Angelika Hartmann starb am 22. März 1917 in Leipzig im Alter von 87 Jahren, alleinstehend und kinderlos. In der Geschichte der Pädagogik wird ihr Wirken kaum gewürdigt, in ihrer Heimatstadt aber ist sie unvergessen. In Köthen tragen eine Kindertagesstätte und eine Schule für geistig Behinderte ihren Namen. Und auf dem Campus der Hochschule Anhalt, Bernburger Straße 55, steht das Angelika-Hartmann-Denkmal. 1914, noch zu Lebzeiten der Pädagogin, schenken Leipziger Eltern und Kindergärtnerinnen der Stadt Köthen ein Denkmal, das der Bildhauer Paul Stuckenbuck fertigte. Unweit von hier ist die Kita der Hochschule Anhalt, die den Namen Angelika Hartmann trägt. Neugierig geworden? Es gibt eine Vielzahl kluger Köpfe, die mit ihren Ideenreichtum und unermüdlichen Erfindergeist das alltägliche Leben nicht nur in Sachsen-Anhalt bereicherten.